So viele Jahre habe ich die Zeit durchsucht, um sie zu finden. Pöni TV. Hallo zusammen, hier ist Hans-Ulrich Pöni Pönack mit Pöni TV. Unser aktueller Film heißt Doctor Strange. Dr. Strange. Sie glauben, Sie wüssten, wie die Welt funktioniert. Was, wenn ich Ihnen sage, dass die Ihnen bekannte Realität nur eine von vielen ist? Die nächste Comic-Verfilmung aus dem Marvel-Imperium mit einem neuen Leinwandhelden, eben besagtem Dr. Strange. Das ergibt keinen Sinn. Nicht alles ergibt Sinn. Nicht alles muss Sinn ergeben. Er ist ein ebenso erfolgreicher wie weltberühmter wie egozentrischer Neurochirurg. Doch der Ärztegott hat einen schlimmen Autounfall, kann danach seine Hände nicht mehr gebrauchen. Will dies aber nicht akzeptieren und sucht schließlich Heilung in Fernost, trifft dort auf eine Magierin, genannt die Älteste. Mithilfe mystischer Macht nutzen wir die Energie, um die Realität zu formen. Wir reisen über weite Entfernungen. Diese, gespielt von Tilda Swinton, vermittelt ihm nicht nur neue Kraft für seine Hände, sondern trainiert ihn auch hin zu einem neuen Superman. Denn ein ehemaliger Schüler von ihr hat sich vorgenommen, diese, unsere reale Welt, zu verändern, sprich auszulöschen. Ich bin der Tod und der Schmerz. Du wirst sterben, während du diese Welt beschützt. Was er, Strange, verhindern soll. Dr. Strange oder erstens eine gut-böse Geschichte wie gehabt. Lange Zeit darf der Schurke sich genüsslich austoben und scheinbar gewinnen, bevor im letzten Augenblick, Hokuspokus, wir kennen das, zur Genüge. Zweitens, die Spezialeffekte sind wirklich gigantisch, absolut imponierend. Schon wieder eine Tricknummer beeindruckender als alle bisherigen. Wenn Welten auf den Kopf gestellt und dutzendfach ganze Häuser gefaltet werden, ist das visuell irre, fantastisch, zum Staunen toll. Drittens, Benedict Cumberbatch, unser immer Sherlock Holmes aus der gleichnamigen, großartigen britischen TV-Reihe. Dort unschlagbar, hier als Dr. Strange, wirkt er mehr wie ein Bedienungsschauspieler und weniger als prickelnder Charakterdarsteller. Allerdings, er wird wohl auch weiterhin so gebraucht. Wissen Sie, was ich in Ihrer Zukunft sehe? Möglichkeiten. Fazit, dieser neue Comicfilm ist leidlich atmosphärischer Spaßradau. Die Augen werden opulent bedient, der Rest aber ist viel heiße Luftroutine. Dr. Strange, der Film, ist ein nur begrenztes Leinwandvergnügen. 3 Pönis. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Weitere neue Kinofilme in dieser Woche: das fürchterlich schlichte deutsche Provinz-Doof-Trauerspiel Ostfriesisch für Anfänger mit Dieter Hallervorden. Einen halben Pöni für einen Gülle-Gag. Der amerikanische Trauerkrimi Girl on the Train. 2 Pönis. Die wirbelnde indische Emanzipationskomödie Die Zeit der Frauen. 4 Pönis. Sowie der faszinierende amerikanische Animationsspaß Kubo, der tapfere Samurai. 5 Pönis. Ausführliche Kritiktexte dazu und zu vielen anderen Filmen gibt es auf meiner Website www.pönack.de. Welchen neuen Film wir in der nächsten Woche besprechen, steht derzeit noch nicht fest. Wir sind noch am Sehen. Also, bis denne.